Hallo meine Lieben, so, es ist mal so wieder soweit und es gibt ein neues Video, ihr könnt schon sehen, worum es geht, nämlich um Gorf Whisky. Danke an Sascha, nein, nicht dieser Sascha, sondern der Sascha von Gorf Whisky für die Flasche. Hat mich sehr gefreut, ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir gucken erstmal direkt, dass ich sie aufkriege. Okay, es geht nicht so smooth wie beim letzten Mal, aber vielleicht haben wir da noch keinen Korkenbruch. So, okay, here we go. Aber ich meine, guckt euch mal das Design an. Richtig schön, ne? Also für so ein Marketing-Opfer wie mich, ja, ist das schon mal gut, ne? So, jetzt gucken wir mal, wie es ploppt. Das war ein schöner Plop. So, ich schenke nochmal ein und dann gehen wir mal in die Details, soweit wir sie haben. Weil da dran war noch so ein kleiner süßer Zettel. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also meine Frage war zuerst so, hä, Gorf, was soll das heißen? Warum? Weil ich meine, hier sieht man so einen Hirsch, der aus einer Quelle trinkt. Und was hat das jetzt mit Gorf zu tun? Ich war leicht irritiert. Und ich muss es auch ablesen. Also hier steht, Gorf steht für Go Out... Oh, ja, geht schon wieder gut los hier, ne? Go Out Right, Find Happiness. Und die Geschichte dahinter steht nämlich auch da. Und ich lese es euch einfach vor. Hier steht, morgens 6 Uhr, strahlend blauer Himmel, eine wunderschöne Bergkulisse, ein unberührter Hang, mein Snowboard, aka das von Sascha, und ich, also auch Sascha, die perfekte Piste, ein Gefühl von absoluter Freiheit, plötzlich taucht ein Hirsch auf, der Nebel in den Bäumen lichtet sich langsam und ich halte an einer Quelle an und Gorf ist damit geboren. Also richtig coole Geschichte, richtig malerisch kann man sich voll so vorstellen, finde ich. Also so in Gedanken und man denkt sich so, ja, wäre ich auch gerne dabei gewesen, ne? Das ist schon richtig cool. Dann steht hier noch ein paar Infos zum Whisky selber. Und zwar haben wir hier dreifach destillierten Whisky, der mindestens 3 Jahre im großen Eichenfass ruht. Gut, geht ja auch nicht anders, sonst wäre es ja kein Whisky, ne? Bevor er dann seinen Weg in die Feinveredelung findet. Und diese sieht aus, nämlich, dass handgefertigte 20 Liter Eichenfässer dann nochmal quasi das nachgereift wird. Was, wie und wo, weiß man nicht so genau. Und dann steht noch, durch Quellwasser wird der Whisky perfekt auf 43,5% abgerundet und erhält dadurch seinen weichen Charakter. Ob dem so ist, gucken wir gleich mal, weil perfekt und 43,5% ist ja immer so eine Sache. Ne? Das ist ja Geschmackssache, aber wir schauen mal. Hier steht noch Fass Nummer 1, Füllung Nummer 1 und wir haben die Flasche 35 von 56. Ihr könnt euch vorstellen, ne, bei der Veredelung mit den kleineren Fässern, dass da natürlich nicht so viele Flaschen rauskommen, ist logisch. Ne? Das sollte jetzt keine Überraschung sein. Genau, wir haben 0,5 und 43,5 an Prozenten. Und mehr Infos haben wir auch schon nicht. Von daher würde ich sagen, gehen wir doch mal ganz salopp in die Verkostung rein und schauen einfach mal, was das so gibt. Übrigens, aber ein paar mehr Infos und wenn ihr den Sascha von Gorf mal live sehen wollt, könnt ihr bei Sascha, also unserem Sascha, mal wieder auf den Livestream klicken, wo wir in der Barschule bei Manu waren, wo Sascha sein 10K-Abo-Party geschmissen hat. Verlinke ich euch hier nochmal und das startet ab 1 Stunde, 56 Minuten und 38 Sekunden. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Das lohnt sich. Da gibt es auch ein paar mehr Hintergrundinfos. Also klickt da noch mal durch. Jetzt aber. Jetzt gehen wir in die Verkostung. Und natürlich fangen wir wieder mit der Nase an und schauen einfach mal, was das so gibt. Also mir kommen hier direkt so florale Noten entgegen. Und ihr wisst, das ist bei mir ja immer tendenziell kritisch. Aber die legen sich zum Glück sehr schnell und dann kriegt ihr hier so eine schöne Zitrusnote. Klar, Vanille, brauche ich ja schon gar nicht mehr sagen, ne? So ein leicht angeröstetes Karamell allerdings. Das finde ich gut. Und dann kommt da noch so ein, wie heißt das, was man beim Hugo immer reinmacht? Holunder, so eine leichte Holundernote kommt noch mit durch. Das finde ich ganz cool. Und dahinter ist aber auch noch was leicht Erdiges. Und da ist noch eine Gewürznote drin, die kann ich jetzt aber gerade gar nicht so genau greifen. Es geht schon fast in Richtung Curry. Das finde ich sehr spannend. Ja. Und damit würde ich sagen, probieren wir einfach mal. Cheers, meine Lieben.
Also das Florale setzt sich am Anfang durch, so auf der Zunge. Also habe ich gerade echt das Gefühl, als würde ich durch eine Blumenwiese gehen, nur wenn die Pollen dann so abgegeben werden. Ich bin froh, dass sich das nicht durch den ganzen Whisky zieht, weil ihr wisst, das wäre dann so gar nicht meins. Mit den komplett floralen Noten. Aber es ändert sich sehr schnell in eine schöne Holzwürze. Das finde ich cool. Und diese Holzwürze verdrängt so, ich sag mal, diesen floralen Geschmack so ein bisschen. Was für mich sehr gut ist, weil ihr wisst, ich und floraler Whisky sind nicht so die besten Freunde. Dann kommt auch das Zitronige, was wir schon ja auch in der Nase hatten, kommt hier auf jeden Fall wieder durch. Auch das geröstete Karamell, das finde ich ziemlich cool, dass das auch wieder ein bisschen präsenter wird. Dann bekommt ihr auch so eine schöne, ja, leichte Espresso-Note tatsächlich. Und da kommen auf einmal auch von hinten um die Ecke quasi, kommen auf einmal auch so Kirschen her. Ich weiß jetzt nicht, wo die auftauchen, aber gut, nehmen wir mal so hin. Aber das finde ich gut. Also das Florale jetzt auch im zweiten Schluck ist fast gar nicht mehr vorhanden. Also wird das eher so im ersten sein. Was für mich sehr positiv ist, dann wirklich die Holzwürze, die Tannine, die schmeckt ihr gut raus. Hilft dem Ganzen aber auch so ein bisschen Tiefe zu bekommen. Die zitronigen Noten sind cool, die Kirsche ist cool, wo auch immer sie jetzt auf einmal herkommt. Und diese leichte Espresso-Note Richtung Abgang. Das finde ich sehr angenehm und der Abgang selber ist auch sehr mild. Also das alles, was ihr jetzt im Geschmack hattet, fadet quasi da so ein bisschen aus im Abgang. Der könnte allerdings tatsächlich ein bisschen länger sein. Der ist ziemlich schnell weg. Aber gut, man kann nicht alles haben. Und ich muss sagen, solltet ihr in diesen Livestream reinklicken, wir durften den Gorf da ja in Fassstärke probieren. Und lieber Sascha, bitte, bitte, bitte bring ihn auch in Fassstärke regulär raus, weil ich finde den auch ganz cool. Das ist so ein easy super. Aber die Fassstärke, die war schon nochmal sehr viel krasser. Die fand ich sehr lecker. Aber es ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man natürlich eh nicht so viel Liter hat, ne? Und dann Fassstärke, dann hast du halt fast gar keine Flasche mehr. Und man muss ja auch immer gucken, ne? Mit den Einsteigern und Whisky-Nerds. Aber vielleicht kannst du ja so 50-50 machen, ne? Dass du so ein Fass hast, so 50% mit Trinkstärke dann und die anderen 50% dann mit Fassstärke. Weil du hast ja das Feedback da auch von uns bekommen. Alle fanden es geil. Also die Fassstärke haut da echt nochmal richtig krass rein. Also bitte. Oder wenn es so eine Special-Abfüllung ist oder so, ne? Dass du einfach so eine Fassstärke da nochmal rausballerst. Das wäre super. Nichtsdestotrotz kann der 43,5%ige hier auch ein bisschen was. Definitiv, das ist ein schöner Easy Sipper. Gerade jetzt bei dem heißen Wetter, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, kann man den gut wegsippeln auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin froh, dass die florale Note dann auch sehr schnell in den Hintergrund tritt und ihr dann wirklich schöne Tannine bekommt. Im Kombi mit der Zitrone und der Kaffeenote ist das schon eine runde Sache. Generell, ein sehr runder Whisky hat nicht so viele Ecken und Kanten. Also das ist wirklich auch, wenn man draußen mal mit Freunden sitzt, kann man, oder in der Berglandschaft hier, ne? Beim Snowboarden jetzt vielleicht nicht, aber zum Après-Ski geht das vielleicht auch ganz gut. Und ja, ist eine runde Nummer auf jeden Fall. Kann man nicht viel verkehrt machen, würde ich behaupten. Ich kann euch leider gerade gar nicht sagen, wie er preislich liegt. Habe ich vercheckt nachzugucken, tut mir leid. Aber ja, wie gesagt, eine runde Nummer. Und ich denke, viele von euch konnten ihn vielleicht auch schon probieren. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare oder sagt ihr so, hä, wie, noch nie gehört. Auch das schreibt mir mal bitte in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch hiermit natürlich wieder einen schönen Start ins Wochenende. Ich gebe mir jetzt auch wieder Mühe, dass wieder mehr kommt, aber die meisten von euch haben es ja mitbekommen, auf Arbeit ist gerade ein bisschen stressig und da ist das gerade als Hobby natürlich, ihr kennt das alle selber, gerade nicht so im Vordergrund. Aber ich gelobe Besserung. Es wird auf jeden Fall nicht wieder so eine lange Phase wie in der Masterarbeit. Das kann ich euch versprechen, weil ich habe die nächsten jetzt auch schon in der Pipeline beziehungsweise bin dran, das abzudrehen. Und da kommen jetzt auch ein paar richtig coole Sachen noch. Gut, kommen immer coole Sachen, ne? Naja, aber ist egal. Von daher, das kann ich euch zumindest versprechen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, tolles Wetter und wir hören uns, meine Lieben. Bis dann!